Jungs und Mädels. Haben wir Ton? Ja, wir haben Ton. Und schon Frosch im Hals. Liebe Freunde des Bastelwahns, hallo und herzlich willkommen aus den Arztshöhlen in Innsbruck mit einem sehr seltenen Gast, nämlich mir. Ich bin nämlich so gut wie nie momentan da. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch entschuldigen, dass das so ist. Aber ihr habt ja am Hauptkanal oder auch auf diesem Kanal hunderte Videos, die ihr euch anschauen könnt, falls ihr irgendwie vermisst. Also falls ihr mich vermisst. Ne? Sigi, schön, dass du ein kleiner Bastler bist. Danke dir. Ich möchte mich auch bei Kiki bedanken, dass sie mir immer noch die Treue hält, auch wenn ich momentan fast nie da bin. Kiki, ich hoffe, dir geht's gut. Du bist gesund. Und ich freue mich, dass derartig viele heute im Chat sind. Das ist geil. Guten Abend zu unserer wöchentlichen Sitzung. Ja, wobei diese Woche werden wir auf jeden Fall nochmal streamen. Das kann ich jetzt schon sagen. Wann, muss ich nur mit Kiki ausmachen. Aber wir werden noch streamen. Auf jeden Fall. Genau, so schaut's aus im Hexenhaus. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, müde. Das letzte Wochenende, das verlängerte letzte Wochenende, war sehr hart. Ich war auf Tour, das wissen die meisten schon. Waren sehr anstrengende Konzerte, weil die Locations dementsprechend schwierig waren und wir zigtausend Kilometer gefahren sind. Ich meine, wir sind nach Stuttgart, dann nach Warschau. Nein, Stuttgart, dann nach Prag und dann nach Warschau und wieder zurück nach Nürnberg und wieder zurück nach Innsbruck. War etwas anstrengend, aber so soll es sein. Jetzt haben wir noch 7 Tage Pause. Nächste Woche irgendwann geht es wieder los. So, jetzt geht es aber weiter mit unserem Krug. Warum der Krug? Warum nichts anderes? Naja, ganz im Ernst, ich habe hier eigentlich fast gar nichts verändert. Ich bin heute in meine Werkstatt und habe gesagt, oha, da können wir ja eigentlich gleich den Krug weitermachen, weil liegen würden die Sachen noch. Die Pinsel wurden gewaschen. Geil. Wasser wurde getauscht, die Paletten wurden etwas gesäubert und somit können wir das Ding, auch wenn schon einige fertig haben, in meinem Style weitermachen. So hätte ich mal das Ganze angeplant. Es sei dir verziehen, Hauptsache du bist nächste Woche Donnerstag in Essen. Das bin ich auf jeden Fall, versprochen. Was macht der Wasserschaden, meint der Marco? Andrea, ich möchte dich ganz kurz begrüßen. Hallo, kleine Bastlerin. Ich komme am Sonntag heim und Nini sagt, hey, die Waschmaschine brennt. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber sie hat geraucht und da ist im Prinzip ist da drin alles verschmort. Und am Montag in der Früh habe ich dann beschlossen, gut, dann wird der erste Akt eines Mannes sein, er zerlegt die Waschmaschine, baut sie aus und wir versuchen irgendwo kostengünstig eine neue zu bekommen. Beim Ausbauen habe ich leider Gottes den Wasseranschlusshahn etwas demoliert, der ist gebrochen. Und dann hatten wir halt Wasser. Und zwar überall. Und bis ich halt eine neue Waschmaschine gekauft habe, also bis ich einen neuen Wasseranschluss besorgt habe, hatten wir überall Wasser. Wir konnten das Wasser zwar abdrehen, aber die Hölle. Es war jetzt kein Rohrbruch, aber es waren, wohl, eigentlich war es ein Rohrbruch. Doch eigentlich hatte ich einen Rohrbruch. Geil. Das kann ich jetzt in meine Memoiren auch reinschreiben. Hä? 2024 war dann der Rohrbruch. Egal. Und jetzt passt es wieder. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Aber das sind so Kleinigkeiten, die jedem passieren können, auch mir. Und dementsprechend muss man sich da nicht großartig ärgern oder sie großartig an die Glocke hängen. So schaut's aus. Ich hoffe, eure letzten Tage, wo wir uns nicht gesehen haben, verliefen besser als die meinen. Wobei ich sagen muss, das Wochenende und die Touren waren sensationell. Es war nur einfach furchtbar viel Arbeit. Ein Harnbruch. Im Fachjargon nennt man das anscheinend einen Harnbruch, ja genau. Ich habe dem Hahn den Kopf abgeschlagen. So schaut's aus. So, gehen wir mal zu unserem Schmuckstück. Hey, was ist mit dem Sigi? Der Sigi schenkt mir neue Farben. Ja, Sigi, danke dir. Das ist fein. Aua, ein Rohrbruch. Hey, wollen wir mit diesem Stream jetzt auch schon wieder so doppelbödig anfangen? Der letzte endete schon in Bart mit Hart. Ich sag's nur mal so nebenbei, ne? Also, aber hey, hier ist Don. Ja, wunderbar. Schön, dass hier Don ist. Willi, vielleicht musst du, also gut, du, ich glaube, der Willi ist ein paar Minuten weiter hinten. Ich habe am Wochenende den Zombie-Mario gemacht, den ich im Hintergrund mal gesehen habe. Cooler Druck, ja. Hast du ihn auch schon fertig bemalt?
Ist aufwendig, das Ding. Ein Rohrbruch braut keiner, schreibt Steffi. Kenne ich. Naja, wenn du in einer Brauerei ein Rohrbruch, wäre echt fatal. Dabei möchte ich auch sagen, wir haben noch einen Becher hier und da ist ein Bierchen drin. Ich gönne mir heute einfach eins mit euch, ja. Andrea hat 8 Stunden gemalt. Wahnsinn. Was heißt da doppelbödig angefangen? Haben wir denn jemals aufgehört? Könnte man es auch so sagen. Gott, jetzt haben wir hier wieder dieses. Warum ist diese Kamera so dunkel? Ich verstehe es nicht. Die ist nämlich eigentlich, es ist viel heller, das Ding, ne? Ich habe vorher beim Test, habe ich geguckt und da war das Ganze eigentlich relativ schön und hell, aber ja. Die Kiki wird euch heute, wenn ihr Fragen habt, hoffentlich, wenn sie beantworten kann, tunlichst mit Infos zuhauen, indem sie einfach Links reinpostet. Also, jetzt kommt mal der erste zum Beispiel, dass ihr diesen Druckkrug selbst drucken könnt. Den könnt ihr ohne Wandstärken, also ohne Wandstärken, ohne Stützstrukturen drucken. Ist ein intensiver Druck, der braucht eine Zeit, aber in einem Tag habt ihr den. Also, wenn ihr den heute anfangt zu drucken, könnt ihr ohne weiteres am Wochenende das dann zu Hause nach meiner Anleitung oder vielleicht nach eigenem Interesse dann bemalen. Ich soll das Licht von der anderen Seite machen. Wollen wir einen derartigen Umbau kurzzeitig wagen? Das können wir eigentlich kurz wagen. Das probieren wir schnell. Das ist eine Live-Sendung. Live auf YouTube. Da muss man auch ab und zu mal einfach dastehen und sagen, okay, dann schauen wir mal Schweighofer zu, wie er auf eine Leiter steigt und versucht sein Kabelmanagement hier ein wenig in Ordnung zu bringen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Probieren wir es doch einfach mal, ob es besser wäre, wenn diese spezielle Lampe, die habe ich von Thorsten geschenkt bekommen, die ist mega, auch von der anderen Seite ein besseres Licht erzeugt. Beim Malen ist es halt einfach so. Im Prinzip muss ich am besten sehen. Hier mal rein. Der Gerd schaut sich diesen Livestream am Fernseher an. Gerd, ich kümmere mich gerade darum, dass du gutes Licht hast. Weil sonst wird das für dich am Fernseher ja nicht so toll. So, bitte nicht auf meinen nicht vorhandenen Bauch schauen. Licht an. Ah, da war es wieder. Okay. Okay. Sieht so aus, als würde ich gerade von Aliens entführt werden. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Ist das jetzt besseres Licht für euch? Gefühlt ist es immer noch sehr dunkel. Ich glaube, es geht schlichtweg darum, dass die Kamera hier einfach einen Scheiß-Weißabgleich hat. Hi Kiki. Leute, ihr malt, ich biege Draht, um ein Gerüst für einen Drachen aus Ton zu machen. Ja, viel Spaß. Pyrenäer. Auf alle Fälle besser. Okay, ja gut. Das letzte Mal haben wir ein bisschen drum diskutiert, dass das Leder hier in dem Bereich hier nicht passt. Ich lasse das heute so. Ich glaube, ich habe noch genug andere Sachen zu tun, vor allem hier der Henkel. Der muss noch ein bisschen nachbearbeitet werden. Dementsprechend bitte schlagt mich nicht, wenn hier die Schnalle ins Metall reingeht. Ihr solltet es wahrscheinlich eher, ich rate mal, wenn ihr es malt, naja, diese ganze Schärpe hier auch noch braun malen. Auch wenn sie vielleicht nicht perfekt zu diesem Teil passt, aber ja, ich würde es reich raten. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. Vor allem, weil das Ding ja halt, wenn man es so hält, auch irgendwie gerade in die Kamera oder zum Zuschauer gehalten wird. Und dann erkennt man den Fehler relativ schnell. Vielleicht werde ich es irgendwann mal ausbessern. Ich habe heute nur einfach keine Zeit dafür. Ja? Gott, ich sehe so überbelichtet aus hier. Fast schon intelligent. Ich bin voll intelligent. So, ich habe beschlossen, dass dieses Element hier ein gewebtes oder sagen wir so, ja, es ist genäht, auf jeden Fall. Ein genähter Lederlappen ist, der um diesen Krug hier rumgeht, also um diesen Henkel rum. Dementsprechend werde ich den jetzt einfach mal in einem wesentlich helleren Leder versuchen zu malen.
Und ich habe mir jetzt einfach mal diese drei Farbtöne hier von Vallejo rausgesucht. Das ist Tan Earth, Flat Earth und Claro. Claro? Heißt die Farbe Claro? Egal. Hey, Moment mal, was geht denn jetzt hier? Moment, ich muss kurz in den Chat schauen. Da, Hajo. 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 Vielen Dank. Ist das untere Stück Griff nicht auch angeschmiedet? Also muss doch Silber. Ja, eben, da müssen wir noch schauen. Matthias Schweighofer, nur noch ein bisschen spachteln, schleifen und lackieren. Danke, gibt's eine kleine Spende. Vielen Dank. Wie ein Engel mit Heiligenschein. Es wirkt gerade so ein bisschen, schon so ein bisschen erhaben. Ne? Ist die Medusa eigentlich fertig? Ja, schon lange. Die steht nur nicht mehr hier. Die Medusa hat der Toni vom Bavaria Filament als Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit von mir bekommen. Da gibt es ein Video dazu auf meinem Hauptkanal. Werner, was ist los mit euch? Also, ich mag euch, aber was ist los mit euch? Vielen Dank. Alter, 22,99 €. Jetzt kann ich mir echt schon wieder neue Farben kaufen. Großartig. Also, dieser Kanal ist nicht auf so gewinnbasierend ausgelegt. Ich freue mich natürlich, wenn ein bisschen was zusammenkommt, aber es muss nicht sein. Genießt es. Schaut zu, lernt. Kommt in die Bastel-Wastel-Gruppe, schaut bei uns im Discord vorbei. Das ist eine Community-Geschichte. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht, aber ihr müsst hier auf gar keinen Fall, ihr müsst auch kein Abonnent sein, kein Unterstützer, gar nichts. Wenn ihr das Video liked, ist das alles, was ich eigentlich so haben möchte. So. Wir haben das letzte Mal von dunkel ins hell gemahlen und damit wir heute mal so ein paar kleine andere Techniken zeigen können, werde ich jetzt das Ganze mal von hell ins dunkel probieren. Warum sage ich probieren? Naja, ich habe den Krug selbst auch noch nie gemahlen. Und ich werde jetzt einfach mal probieren, wie das hinhaut. Und ihr müsst ein bisschen Nachsicht haben. Ich werde hier teilweise nicht so exzellent und sauber malen. Ich versuche, eine schöne Pinselführung zu haben, was mit so guten Pinseln natürlich schon perfekt funktioniert. Aber es kann schon mal sein, dass ich mich ab und zu mal ein klein bisschen vermale. Das könnt ihr dann zu Hause, wenn ihr es nachmacht, ohne Probleme mit ein paar Minuten längerer Arbeit besser hinbekommen, auf jeden Fall. Es ist auch gar nicht tragisch, wenn ich hier jetzt teilweise über die Sachen, die nach später anders aussehen sollen, drüber male. Also zum Beispiel dieser Stab hier oder Stift, der wird wahrscheinlich metallisch sein. Da ist nicht so tragisch. Metall deckt wunderbar über Braun. Das heißt, ich kann hier relativ grob arbeiten und mich dann halt bei den metallischen Sachen oder bei den Details dann etwas abmühen. Es sind erst 16 Likes. Naja gut, ich glaube, die Likes sind ja wiederum bei Facebook, bei Facebook hier, bei YouTube momentan so ein bisschen ein Problem. Die müssen immer aktualisiert werden, indem ihr eure Seite rebootet, weil ich glaube, es sind mittlerweile schon mehr Likes. Matthias Schweighofer, für das, was wir durch dich hier lernen, ist sowas, ist das das wert? Da unterstütze ich gerne. Hajo, vielen Dank. Vielen Dank. Wenn du das so siehst, wunderbar. Aber ich möchte niemandem das Geld aus der Tasche locken. Die Farben, die ich hier nutze, diese Vallejo-Farben, wenn man die dünn aufträgt, auch wenn ich sie mit Wasser verdünne, trocknen verhältnismäßig schnell. Im Gegensatz zur Lacke zum Beispiel. Bei Lacken müsste ich jetzt diese Farben wahrscheinlich über Nacht ohne Probleme hier einmal durchtrocknen lassen. Bis die wirklich durchgetrocknet sind, dauert das Ewigkeiten. Dadurch, dass die wasserbasierend sind, muss nur das Wasser verdunsten. Das kann man jetzt entweder trocknen lassen oder man macht es mit einem Föhn. Überhaupt kein Stress. Wir haben schon 227 Likes. Also das ist doch amtlich, oder? Sehr schön. Das heißt, jeder, der gerade zuschaut, hat schon geliked. Oder? Na, fast. Die am Fernseher können nicht liken. Das ist immer das Problem, ne? So. Hier gibt es jetzt ein paar kleine Stellen. Und bei diesen Malstreams ist es so, ich habe mich das letzte Mal, ich habe den Stream mir nochmal angeguckt, da habe ich mich ein paar Mal entschuldigt dafür, dass ich für ein paar Bereiche einfach länger brauche. Naja, aber es ist halt mal so, das ist ein kleiner aufwendiger Becher, der braucht seine Zeit. Und ich möchte ja nicht dastehen und sagen, schaut, da habe ich jetzt 6 Becher, der eine ist in dem Arbeitsschritt, der andere in dem und der ist in dem, sondern wir malen den von A bis Z durch und dann müsst ihr halt teilweise ein bisschen warten, bis ich meine Stellen hier schön ausgepinselt habe. Das Interessante bei der Technik, wie ich jetzt hier male, ist,
Man kann jederzeit, gerade in den tiefen Sicken hier drinnen, hier zum Beispiel drinnen, da sind kleine Sicken drinnen, da muss man mit dem Pinsel gar nicht so genau rein. Das erledigt dann am Schluss die Wash. Unsere Washes, die erfüllen ja diese Nachdunkelung und diese Nachdunkelung rinnt wirklich tief in jede Sicke rein. Und falls ich da mal nicht so sauber ausgemahlen habe, ist das eigentlich überhaupt kein Stress. Und ich habe wieder einen langen Pinsel und eine Kamera sehr nah bei mir. Sehr toll. Die Nähte, das wird noch ein bisschen lustig, die auszumalen. Doch am TV lässt sich bei mir liken, nur nicht chatten. Wie chattest du dann jetzt gerade? Hast du gerade das Handy extra rausgeholt, damit du chatten kannst? Das machen erstaunlich viele über den Fernseher YouTube anschauen. Wahrscheinlich, weil die Qualität mittlerweile doch ganz gut ist. So, alles ausgemalt. Jetzt kommen wir zum Föhnen. Kicke, kannst gleich einen Link raushauen. Gleich Föhn-Link raushauen. Cooler Tipp von Kiki, dass die Vallejo-Farben, also diese Model-Color-Farben, auch zum Airbrushen genutzt werden können. Es gibt dafür Airbrush-Thinner, heißt das, also eine Verdünnung für Airbrush-Farben. Oder ein Tipp von Kiki, den ich selbst noch nicht wirklich getestet habe, schlichtweg mit Fensterputzmittel verdünnen. Mit durchsichtigen am besten, nehme ich an. Aber das sollte anscheinend auch gut funktionieren. Ich sage jetzt mal so, normalerweise kann man relativ gut mit diesen Farben nass in nass arbeiten. Das wäre fast schon so, als würde man Aquarell malen. Man nimmt einen Farbton, meistens einen hellen, baut sich hier zwei, drei andere Farben auf, die immer dunkler werden oder in einen anderen Farbton reingehen, mischt sich ordentlich Wasser an und verdünnt die Farben so sehr, dass man sie nass in nass zu Überläufen zwingt oder zu Übergängen zwingt. Das ist eine aufwendige Technik. Das macht man ganz häufig bei kleinen Miniaturfiguren zum Beispiel. Diese Farbenhersteller haben aber Farben entwickelt, wie eben Washes oder Drybrush-Farben oder so, die euch Techniken erleichtern, die Arbeitsschritte im Prinzip fast eliminieren. Und das kann man zum Beispiel mit diesen Speedpainting-Farben machen, die ich hier von Tony von Bavaria geschenkt bekommen habe. Das sind Farben, die jetzt nicht durchsichtig sind, aber ich zeige euch einfach, wie sie funktionieren. Das sieht toll aus und gerade bei sehr strukturierten Modellen, die meistens eben aus so einem 3D-Drucker rauskommen, sind die ideal. Müssen gut aufgeschüttelt werden. Ihr hört auch die Metallkugeln drinnen. Lest unbedingt, wenn ihr diese Teile kauft, ob da auch Kugeln dabei sind oder nicht. Meistens sind sie schon drinnen, bei den neueren sind sie schon drinnen. Die braucht ihr unbedingt. Farben müssen sehr gut aufgeschüttelt werden. Welcher Vortex-Mixer ist das? Ist das ein Vortex-Mixer? Kiki? Nein. Also einer aus unserer Band hat das letzte Video gesehen, hat gesagt, das Beeindruckendste an diesem ganzen Livestream war dieser Farbenaufschüttler. Er kennt den nur aus irgendwelchen Pornofilmen. Er vibriert sehr ordentlich, sagen wir es mal so. Ich lese es nicht vor. So. Sieht fast aus wie Tinte. Im Vergleich zur Volltonfarbe ist die Speedpainting-Farbe eine sehr, sehr dunkle. Zumindest wirkt sie sehr dunkel. Waschen wir mal den Pinsel ganz gut aus hier. Da ist der Farbenaufschüttler. Und deswegen nutze ich diese Teile so gern, diese Paletten. Die gibt es an und für sich für schmales Geld. Ich habe sie auch schon selbst 3D gedruckt. Da gibt es auch auf Thinkiverse gibt's so kleine Farbpaletten, die man sich theoretisch drucken kann. Problem ist dabei nur, oder was heißt Problem? Am besten wäre es, wenn ihr sie mit einem nicht saugfähigen Material druckt. Asa zum Beispiel wäre da. PETG geht auch relativ gut. Ich habe sie in PLA gedruckt und bekomme sie fast nicht mehr sauber. Oder ihr druckt sie und klarlagiert sie. Wenn ihr sie mit Klarlack überzieht, dann könnt ihr die Farbe wieder relativ gut rauswaschen. Aber die Teile kosten auch 1, 2 Euro. So, diese Farbe wird jetzt verdünnt und auf dem Weißen angerührt. Und hier seht ihr, wie der Farbton sich wahrscheinlich dann, ich betone wahrscheinlich,
auf einer weißen Oberfläche verhält. Denn im Vergleich zu dem Weiß habe ich ja hier braun. Und dementsprechend verhält sich diese Farbe hier komplett anders. Aber, das meine ich mit, schaut in die Sicken rein, das ist wie eine Wash. Diese Farbe, vor allem wenn sie mit Wasser gut verdünnt wird, und das sind jetzt eben diese Speedpainting-Farben, die rinnt regelrecht in jede Sicke rein. Vergleichbar mit einer Wash, wobei sie ist ein bisschen schwieriger zum Handhaben. Sie rinnt leichter. Eine Wash hat eine andere Oberflächenspannung. Eine Wash dient dazu, dass sie direkt in die Sicke reingeht und dort gleich andunkelt. Diese Farbe ist eher dafür gemacht, dass sie ganze Flächen einfärbt. Eine Wash ist eher dafür gedacht, dass sie nur die Sicken einfärbt und die Flächen minimal nur nachtönt. Aber ihr seht schon, man muss hier höllisch aufpassen. Wenn man mit dem Pinsel jetzt darüber fährt, kann man diese ganzen Nasen hier wieder runterziehen und die Farbe woanders noch auftragen oder auf den Wettex einfach austunken. Aber man muss sich beeilen, denn diese Farbe wird sehr schnell das machen, was eine Farbe an und für sich verlangt oder was man von der Farbe verlangt. Sie wird an und für sich sehr schnell irgendwo haften bleiben. Man kann das auch relativ gut mit einem kleinen Schwamm jetzt am Schluss überarbeiten. Das werden wir auch versuchen, denn bei Leder möchte ich eigentlich eine Art Textur noch drüber haben. Das muss ich nur relativ schnell machen. Jetzt vorher mal alles kurz anmalen. So, und dann kommt mein Schwämmchen. Eine Seite, die ein bisschen abgerissen ist. Und jetzt kann ich mit dem Schwämmchen hier Textur reintupfen. Ihr merkt mit der Zeit, diese Farbe wird klebrig. Ich puste die auch gerne ab und zu mal ein bisschen an. Wenn die klebrig wird, dann werdet ihr diese Struktur sehr gut sehen. Ihr müsst nur diesen Punkt zwischen klebrig und trocken herausfinden. Ah, noch sind wir nicht. Kleinen Föhner drüber. So, jetzt bin ich, glaube ich, fast zu trocken. Ne, es geht sich noch aus. Am Schwamm war noch ein bisschen was. Gut, was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, wie gut lässt sich die Farbe wieder abreiben. Uiuiui, habe ich mir jetzt fast ein bisschen was kaputt gemacht hier. Muss ich nochmal leicht drüber. Also ja, die Farbe lässt sich abreiben, aber nicht schön. Aber ganz im Ernst, ich teste mich gerade so ein bisschen mit diesen Speedpainting-Farben rum. Und so hundertprozentig zufrieden bin ich mit dem Ergebnis noch nicht. Ich habe zwar wie bei einer Wash in den Tiefen eine dunkle Stelle drinnen. Aber dieses, ich brauche nur noch einen Farbton, das Ergebnis habe ich hier nicht. Das sieht noch nicht so toll aus. Ich zeige es mal ganz kurz im Hellen. Ja, es sieht einfach nur braun aus. Mein Ziel wäre es, oder mein Wunsch wäre es gewesen, dass wir schon helle und dunkle Bereiche haben. Aber das habe ich jetzt mit dieser Farbe noch nicht erzielt. Manuel, grüß dich. Ich glaube, wir werden mit einer Wash dran drüber gehen. Aber vorher das Ganze mal ein bisschen drybrushen. Matthias, hi Matthias. Ich habe heute mein Ironman MK 39 Projekt begonnen. Nach langen Überlegen jetzt gestartet. Bin gespannt. Viel Spaß. Viel Spaß bei einem jahrelangen Projekt. Wenn du es richtig sauber machst, hui. Dann wird das eine ordentliche Geschichte. Du schleifst dich zu Tode. Naja, hängt immer davon ab, mit welchem Drucker du druckst. So, kurz den Pinsel komplett trocken machen, das ist wichtig. Ich mache jetzt nämlich einen Drybrush, wobei der ist noch so ein bisschen, der ist nicht gut, der Pinsel. Nehmen wir lieber einen Opferpinsel. Opferpinsel sind die, die man beim Baumarkt bekommt oder im Aldi oder im Hofer oder wie auch immer. So, versuchen wir hier mal das Ganze ein bisschen an manchen Stellen leicht aufzuhellen. Dieser Arbeitsschritt
ist einer, da kann man viel kaputt machen, wenn man zu viel Farbe aufträgt. Und er sollte nicht über das gesamte Objekt drüber gehen, sondern nur auf die harten, auf die erhöhten Stellen. Hier hat zum Beispiel der Designer so kleine Noppen drinnen. Die kommen da wunderbar raus. Oder ich schätze mal auch diese Kanten hier. Die kann man vielleicht auch ganz gut mit Drybrush hier noch ein bisschen rausholen. Dadurch wirkt das ein bisschen dreidimensionaler und sieht schick aus. Lars, ja, ich weiß, dass die mit mehreren Schichten miteinander funktionieren, aber der Hersteller, der wirbt eigentlich auch damit, dass man so malen kann, wie ich es jetzt gerade versucht habe. Und das geht nicht so ganz. Du brauchst meistens, also sagen wir mal so, diese Testvideos, die der Hersteller immer zeigt, also Army Painter zeigt, sind meistens auf hellgrauen oder gar weißen Objekten. Und da merke ich dann schon, okay, anscheinend funktioniert das am besten auf weiß oder hellgrau. So, Nun Oil ist eine Wash von Citadel. Und die macht jetzt genau das, was eine Wash machen soll. Die rinnt in die Sicke rein. Solche Washes kann man natürlich auch selbst bauen. Dazu gibt es ein eigenes Tutorial bei mir. So. Die bleibt auch sehr stabil, wenn man sie nicht zu sehr verdünnt, in diesen Sicken drin. Also ich muss da gar nicht mehr viel machen. Ich nehme jetzt nur einfach noch ein Tüchchen. Verzeihung. Wickel das auf so einen Schwamm, dass das Tüchlein so ein bisschen leichten Abdruck hat. Und jetzt tupfe ich mir die äußersten Ränder noch mal leicht ab. Und jetzt bleibt die in den kleinen Sicken hier drinnen. Mit welchen Chemokeule machst du eigentlich die Pinsel wieder sauber? Mit welcher Chemiekeule? Mit gar keiner. Es gibt eine Pinselseife. Eine ganz einfache Pinselseife. Ich nutze da eine klassische. Okay, schau mal ganz kurz, auf Amazon gibt es da auf jeden Fall mehrere. Und diese Farben, diese Acrylfarben, sind ja an und für sich wasserlöslich. Und wenn man die Pinsel nach dem Bemalen relativ schnell mit Pinselseife wäscht, kriegt man da wieder saubere Pinsel. Das Ding ist halt, die meisten von uns werden sich nie Echthaarpinsel leisten oder wollen sich auch nie Echthaarpinsel leisten. Und deswegen haben sie Kunstpinsel. Und diese Kunstfasern, die verbiegen sich ganz gerne mal oder werden einfach weich, also richtig klebrig, wenn man da jetzt zum Beispiel mit einer Nitroverdünnung oder sonst irgendwelchen Sachen drüber geht. Es ist auch so, dass eine Isopropylreinigung mit Pinseln auch zum, also es ist eigentlich zum Abraten, weil die meisten verkleben ihre, also die guten Pinsel werden mit Druck hier in den Schaft reinmontiert. Wenn ihr aber schlechtere Pinsel habt, so wie die hier zum Beispiel, die sind gut zum Malen, aber es ist ein und für sich keine Top-Pinsel, dann sind die geklebt. Und dann löst ihr im Prinzip mit chemischen Sachen diesen Klebstoff und irgendwann verliert euer Pinsel die Farben, die Fasern oder er sprödet so auf. Sascha, vielen Dank. Ich krieg den Frosch nicht raus. Ja. Pinselseife ist, soweit ich weiß, auch nur Kernseife. Ja, das Problem ist, bei vielen Seifen sind Duftstoffe drinnen. Ätherische Öle zum Beispiel. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht... Oder es ist auch Erdöl drinnen. Also in vielen Seifen ist Öl oder Erdöl drinnen. Und das ist auch recht schädlich, was den Klebstoff da drinnen angeht. Und deswegen, es gibt ganz sanfte Pinselseifen, die riechen auch fast noch gar nichts. Und dementsprechend werden eure Pinsel dann einfach auch gut. Der Gerd, malst du die Nähte nicht schwarz an? Doch, nein, ich male sie nicht schwarz an, ich mache sie heller.
Aber ich möchte erstmal alles trocknen lassen, denn ihr seht es vielleicht nicht, aber hier drinnen sammelt sich immer noch die Wash. Die braucht viel, viel länger als die andere Farbe zum Trocknen, weil sie halt viel mehr Wasseranteil hat oder halt ja, viel flüssiger ist. Und am Schluss werden dann diese Nähte noch einzeln rausgemahlen. Auch diese Ringe zum Beispiel oder das Teil hier. Wobei mit dem Teil können wir jetzt eigentlich schon weitermachen. Das wäre jetzt eigentlich der nächste Arbeitsschritt. Jetzt ist die Frage, ob ich diesen Span hier auch aus Zinn machen soll oder aus einem anderen Material. Wir könnten es genauso kupfrig machen. Das Problem ist halt, ich habe nicht mehr so ganz am Schirm, wie ich das Zinn gemalt habe. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht ist es jetzt schwierig für mich, genau die gleiche Farbmischung hier ranzubekommen. Unter Umständen. Ich brauche mal ein Bier. Olli meint aber, Poren bei einer 70 cm großen Lara Croft bei der Haut mit dem Schwamm malen kann. Ja, also Poren ist, also ich kenne es, dass man sehr, sehr verdünntes Rot nimmt und auf einen Pinsel rauf und dann so Sprinkles macht, so kleine Spritzer über den, also ihr könnt das auch, ich habe hier irgendwo eine Zahnbürste auch drin, eigentlich sollte ich eine Zahnbürste hier drin haben, hier liegt sie, dass man quasi so die Spritzer drauf macht, aber das muss man trainieren, das muss man kontrolliert auftragen und das ist ziemlich schwierig. Es gibt Videos, ich habe mal eines in die Bastel-Wastel-Gruppe verlinkt, von professionellen Figurenmalern, die Batmans und Spidermans und so Zeug malen, die am Tag 20 von diesen Figuren tipptopp mit Airbrush und allem drum malen. Die machen das mit diesen Techniken. Mit dem Stempel würde ich es, oder mit dem Schwamm würde ich es nicht machen. Wolltest du nicht vergolden? Nee. Matthias, hab erst Rollen Bava was habt ihr ersten Rollen Bavaria Asa im X1C? Da hat es doch mal ein Profil dafür. Vergiss das Profil. Vergiss diese Profile. Dadurch, dass Bavaria die ganze Zeit. Bavaria. Das schon, ich verrede mich halt die ganze Zeit, sorry. Dadurch, dass Bambu die ganze Zeit Updates raushaut, werden diese von Tony voreingestellten Profile mit der Zeit schlechter. Heißt, diese Profile, die ihr von irgendjemandem bekommt, können nach ein paar Updates kompletter Schrott sein. Und deswegen rate ich einfach, wenn ihr Asa zum Beispiel oder TPU oder sonst irgendwelche Materialien von Nobofil oder von dem anderen Hersteller eben Bavaria nutzt, geht einfach 10 Grad höher und druckt mit den Standardeinstellungen, die euch der Slicer schon vorgibt. Hat es eigentlich schon jemand geschrieben? Zinn vergolden. Ich habe ihn wie ein Krug Zinnfarbe gemacht. Okay, wolltest du nicht vergolden? Nein, wollte ich nicht. Ich würde den Farbton von der Schnelle wieder aufgreifen. Ich glaube, wir probieren das einfach. Jetzt machen wir doch draus einfach ein Problem und sagen mal, das hat jemand anderer gemacht und ich versuche den Farbton hier gleich hinzubekommen. So ein bisschen weiß ich ja noch ungefähr, wie es ging. Aber wir hatten, ich glaube, mit Gunmetal hatten wir das einen guten Erfolg, oder? Ich denke, das war Gunmetal. Matthias, meine Frau fragt gerade, ob du deinen Bart geschnitten hast. Nein. Nein, habe ich nicht. Also, ihr kennt das vielleicht. Ab und zu mal schaue ich weißer aus, als ich bin. Nee, ist nicht geschnitten. Ist so, wie er ist. Ich lasse ihn derzeit sogar wieder über die Lippen wachsen, weil für die Shows, für die ich hier arbeite, wäre es toll, eigentlich einen Vollbart zu haben. Und ich habe noch 5 Wochen Zeit bis zur letzten Show. Danach wird wieder zum Barbier gegangen. Aber ich brauche jetzt momentan so ein bisschen wilderen Look, dass ich nicht so sanft aussehe. Genau, Gunmetal mit leichten Blaustich. Ja, aber ich glaube vorher. Ursprünglich war es schlichtweg einfach nur das Gunmetal, das den Effekt vom Zinn erzeugt hat. Und dann hatte ich das mit einer Wash, glaube ich, oder auch mit einer
Speedpainting-Farbe. Leicht bläulich überarbeitet. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt kann man sagen, diese Riemen hier, die könnte man theoretisch auch metallisch machen. Würde jetzt eigentlich auch schon Sinn machen. Und da zeigt sich jetzt wieder, dieses Metall ist natürlich äußerst gut von der Deckung her. Das sieht toll aus. Okay, oh Gott, ihr schreibt. Alexander schreibt, ich kenne da jemanden, der hat ein Video zum Bemalen genau dieses Kugels gemacht. Ach komm. Verarsch mich doch nicht. Jetzt muss ich mir schon meine eigenen Videos vor einem Video von mir selber ansehen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Wir kriegen das schon hin. Ich bin da zuversichtlich. Sieht ja jetzt schon sehr ähnlich aus von der Farbe, aber ich muss jetzt hier wirklich ganz genau malen. Ihr seht auch, wie ich hier arbeite. Der kleine Finger geht automatisch ans Objekt ran, damit zwei Finger um den Pinsel sind und einer stützt mir quasi, weil ich doch relativ zittrig unterwegs bin, den Pinsel noch ein bisschen. Dann habe ich eine recht stabile Haltung und kann sauber arbeiten. Wir hatten aber auch ein leichtes Dry Brush, glaube ich, über das Silber gemacht. Mal schauen. Versucht nicht ständig, wenn ihr malt, Pinselstriche zu machen. Man könnte hier das alles immer schön durchziehen, aber das sieht man am Schluss. Gerade bei metallischen Farben ist es so, dass man diese Pinselstriche sehr auffällig wahrnimmt, weil ihr beim Ziehen des Pinsels die Metallpartikel verschiebt und das wie so ein kleiner Schneepflugeffekt ist. Geht hier lieber so stempelnd drüber. Wartet ganz kurz, bis die Farbe leicht angetrocknet ist und macht noch eine Schicht. Dann ist das eigentlich alles ganz okay. Ich lese auch gleich, was ihr so schreibt. Ich möchte hier nur die ersten Schichten hier mal drauf machen. Und in der Zwischenzeit kann vor allem auch die Wash hier trocknen. Und so können wir auf mehreren Baustellen zur selben Zeit arbeiten. Doch, ich glaube, das gefällt mir. Wenn das so metallisch ist und hier hochgeht, das sieht doch eigentlich ganz schick aus. So, jetzt kann ich auch schon ein paar kleine Fehler, die ich vorher am Krug gemacht habe, ausbessern. Ja, das passt schon. Kann man ohne zu grundieren direkt darauf gehen? Ich würde sagen, nein. Entweder ihr nehmt einfach eine klassische Kunststoffgrundierung aus dem Baumarkt. Die kostet nicht viel, da muss auch nicht viel drauf. Das ist meistens durchsichtig oder graue Grundierung. Oder du nimmst diese Zitadellfarben, die ich so gerne nutze. In dem Fall ist es das Grazia, oder der Grazia Farbton. Sauteure Farben kosten, ich habe gesehen, online manchmal sogar um die 20 Euro eine Spraydose. Unfassbar ergiebig. Und ich sage mal so, du kannst wahrscheinlich mit so einer Spraydose 15 bis 20 von diesen Krügen grundieren. Und bei der Grundierung geht es aber nicht darum, dass du eine einheitliche Farbe auf das ganze Objekt drauf bekommst, sondern dass es einfach nur dafür dient, dass deine nächste Farbe gut hält. Somit musst du hier nur teilweise eine Art, ja, strukturierte Bodenschicht drauf sprayen. Sagen wir es mal total salopp, weil dann hält der nächste Farbton richtig gut. So, hier ist es ziemlich tricky. Ich kann euch das nicht zeigen, weil ich mit der Kamera hier gar nicht rankomme. Aber hier drinnen, da sieht man so ein bisschen, wenn man falsch gemahlen hat. Und ich habe mich gerade vermalen. So, dann schauen wir mal ganz kurz, ob ich das Vermalte hier gerade wieder löschen kann. Denn solange die Farbe noch nicht komplett aufgetrocknet ist, gibt es einen Tipp oder einen guten Trick. Pinsel auswaschen. So, Pinsel relativ nass machen und ich habe mich hier vermalen. Dann weiche ich die komplette Farbe auf. Schnapp mir jetzt ein trockenes Tuch. Und habe mich so jetzt hier schön darüber gerettet. Das heißt, hier an dieser Stelle sieht man jetzt nicht mehr, dass ich mit dem Silber draus gemahlen habe. Okay, trocknen lassen, gut ist. Helle, grüß dich. Matthias, du hast jetzt eine blaue Speedpainting-Farbe. Ja, ich habe sie gerade vor mir stehen. Das ist bestimmt die. Wir haben das letzte Mal beschlossen, für all die, die es nicht gerade nicht mitbekommen haben oder das letzte Mal einfach nicht gesehen haben. Ich mag es nicht,
so mein künstlerischer Turn ist das, wenn eine Farbe schlichtweg einfach nur drauf gepinselt wird und das war's dann. Sondern ich mische gerne Farbtöne dazu, um eine Stimmung in das Objekt reinzubekommen. In dem Fall habe ich gesagt, okay, schön wäre, wenn das Metall etwas kälter wirkt. Und das schaffe ich, indem ich eben mit Wasserfarbe, also mit Wasser, sehr wässriger Farbe, in dem Fall eine Blauton drüber gehe und nur teilweise ein paar Stellen so leicht blau oxidiert aussehen lasse. Das fällt, wenn man es so ansieht, gar nicht auf. Aber den Vorher-Nachher-Effekt, den seht ihr im vorhergehenden Video, wo ich das Teil eben mal gemacht habe. Da braucht man auch nicht viel, ein paar Tropfen von der Farbe reichen. Da seht ihr schon. Und die sollte jetzt ordentlich mit Wasser verdünnt werden. Ist zwar ein bisschen eine Farbenschlacht. Ja, das ist wie beim guten Wein. Wenn die Farbe so Fenster bildet, wie bei einem Wein, wenn man ihn schön schüttelt, dann habt ihr eine waschartige Farbe erzeugt. Ihr habt zwar danach blaue Fingernägel, aber sieht gut aus. So. Und wenn ihr sowas macht, immer einen Wettex dabei haben. Immer. Denn ohne Wettex werdet ihr hier nicht glücklich. So, ich tupfe die jetzt systematisch wieder runter, diese blaue Farbe. Damit sammelt sie sich in den Sicken. Und teilweise dort, wo ich eben nur ganz, ganz leicht draufstempel. Und falls ich zu viel in irgendwelchen Sicken drinnen habe, wieder nasser Pinsel und dann hole ich mir diese Stellen wieder raus. Ich kann somit, während ich hier arbeite, eigentlich noch radieren. Hier diese Ringe. Und dazu kommt noch, auch dass manche von diesen Farben schlichtweg beim Auftrocknen wesentlich dünner werden. Also sie werden nicht mehr so farbintensiv. Da muss man seine Farben so leicht kennenlernen mit der Zeit. Man hat man dann schon feststellen, ob der Farbton, wie er hier auf der Palette ist, aussieht oder ob er wirklich dunkler oder heller wird. Kann man nun einen durchsichtigen Layer... Ich lese momentan noch nicht alles. Ich muss warten, bis das nächste Kommentar kommt, weil das Wort ist bei mir gerade verdeckt. Durchsichtigen Layer malen möchte, wäre das nicht diese Inkfarben besser? Welche Inkfarben meinst du? Ich habe von diesen Inkfarben noch nicht gehört. Svenja. So. Gut, da kommen wir hin. So, Wash. Ich weiß, meine Wash, die ich damals verwendet habe, das war auf gar keinen Fall eine Earthshade oder eine Nun Oil, aber kann man durchaus relativ unverdünnt hier noch nutzen. Die Nun Oil ist so leicht grünlich mit einem tiefen Dunkelton drinnen. Geht jetzt auch nur beim Silber in die Sicken rein. Da haben wir nicht so viel. Das reicht. So, damit hätten wir... Na, wo ist der Fokus? Hier das Teil hier jetzt wieder rein. Nicht gut komplementiert. Ich sehe hier oben, habe ich mich noch ein bisschen vermalen. Da muss ich nochmal drüber. Das machen wir auch gleich. Du meinst bestimmte Acrylinkfarben. Mit denen habe ich, glaube ich, jetzt so noch nicht gearbeitet. Ich kenne mich auch nicht mit allen Materialien aus. Und ich habe vor allem noch nicht alles verglichen. Überhaupt nicht. So, hier oben war ich ein bisschen wüst mit Malen. Aber ich sag's euch, kauft euch vernünftige Pinsel. Es müssen keine 30, 40 Euro Pinsel pro Stück sein. Euro pro Stück sein. Also Pinsel, Euro, also egal. Ihr wisst, ein Pinsel sollte nicht 30 Euro kosten oder so. Das nicht. Aber dieses Pinselset, was ich da von euch geschenkt bekommen habe... Das ist gut, das ist richtig gut. Das hat schöne, lange Borsten. Die Farbe verrinnt nicht im Pinsel nach hinten in den Schaft rein. Sie bleibt vorne an der Spitze. Wenn man sie schlägt, sind sie wieder schön spitz. Das könnte man auch anders formulieren. Ne? So, wir brauchen wieder Taschen.
Taschentücher. Nein, das kann man jetzt auch schon wieder falsch verstehen. Ich brauche mal Wettex. Ach Gott, ich komme nicht raus aus diesem doppelbödigen Zirkus hier. Achtet beim Kauf von Nunöl darauf, ob es matt oder glänzend ist, schreibt Kiki. Ja, da gibt es Unterschiede, da hast du vollkommen recht, ja? Kann man Army Painter Grundierungsspray nehmen? Ja, natürlich. Natürlich. Schaut, die Army Painter oder die Firma Army Painter hat sich an und für sich auf Modelle spezialisiert im Wargaming-Bereich. Also das heißt, diese kleinen Warhammer-Figuren zum Beispiel oder so. Die sind auch nichts anderes als Kunststoff. Die sind teilweise aus Resin, teilweise aus anderen Materialien, aber im Prinzip für Kunststoffe geeignet. Heißt, der Grundierungsspray hat eine gute Haftung auf einer glatten Oberfläche. Und das ist eigentlich das, was ihr benötigt. Ja. Wenn ihr jetzt ein Grundierungsspray für Holz zum Beispiel nutzt oder für andere Materialien, die saugfähig sind oder sehr rau sind, dann wird eure Grundierung das Modell auch sehr rau machen, weil die Grundierung selber nie darauf ausgelegt war, alles schön seitig glatt zu machen. Und deswegen sage ich, kauft euch eine Kunststoffgrundierung, dann habt ihr auch eine sehr, sehr feine Düse, die eure Grundierung wirklich schön gleichmäßig in ganz, ganz feinen Poren oder Partikeln über euer Objekt nebelt und dann seid ihr an und für sich auf der sicheren Seite. Filament von Hombach hat funktioniert oder funktioniert. Ist okay. Ich weiß nicht mal, wie der Name heißt. Ihr wisst es bestimmt noch, wie der Name hieß. Ich kannte die Firma nicht. Ich habe die Rolle schon verdruckt. War super. Hat toll funktioniert. Wie sehen wir hier aus? Ja, langsam aber sicher werden wir dorthin kommen, wo wir wollen. So, damit die anderen Sachen noch weiterhin jetzt hier nachtrocknen können, gehe ich wieder auf eine sehr bewährte Sache, und zwar das Balthasar Gold. Alter. Ich werde alle diese Teile hier so bemalen. Habe hier nur keine Kugel drin, deswegen muss ich hier vorsichtig in dem Becherchen umrühren. Ist eine unfassbar ergiebige Farbe, vor allem weil man sie sehr gut mit Wasser noch aufdünnen kann. Ist sehr cremig vor allem. Bei Metallic-Farben müsst ihr noch aufpassen. Es gibt einen Punkt, wenn ihr den überschreitet, was die Verdünnung angeht, dann seht ihr auf der Farbe oben so einen leichten, wie so ein Ölfilm. Das ist nichts anderes als Wasser. Und auf dem schwimmen dann die Partikel drauf. Und dann habt ihr zu viel Wasser in der Farbe vermischt. Und dann sieht das, ist fast nicht mehr zum Malen, diese Farbe. Da muss man höllisch aufpassen. Aber ich sage jetzt mal so, im Verhältnis 1 zu 3, also 3 Teile Wasser, 1 Teil Farbe, kann man diese Farbe schon aufstrecken. Das geht schon. Ihr müsst unbedingt mal in die Bastel-Wastel-Gruppe auf Facebook schauen. Da haben einige schon ihre Becher und vor allem ihre verschiedenen Becher-Designs gezeigt. Ich habe sogar jemanden gesehen, der hat 3 Becher gedruckt und in 3 verschiedenen Farbstilen, Knochenstilen und so bemalt. Mega cool! Und ich würde mich natürlich freuen, wenn dieses Video euch animiert, euch auch so einen kleinen Becherhalter, der für Dosen gedacht ist. Also ihr könnt da 1/2 Liter Dosen reinmachen. Energy Drink, Bier oder was auch immer. Und dann zeigt mal, was ihr damit daraus macht. Weil das, was ich hier mache, ist ja nur eine Grundvorlage. So quasi ein kleines Basiskürzlein. Kürzlein ist gut, ja, ein Basiskurs, wo ich euch einfach nur sage, wie man mit diesen Farben umgeht und was man theoretisch mit welchen Techniken erzielen kann. Schön. Ich erziele zum Beispiel jetzt kleine kupferfarbige Nuppen da oben. Und mein Pinsel saugt extrem gerade die Farbe hoch. Und das gefällt mir gar nicht, deswegen nehme ich ihn und streife ihn ab, dass ich über diese Kante hier versuche, so viel wie möglich von der Farbe vom Schaft wieder zurück an die Spitze zu bekommen. Das Ding ist nämlich, metallische Farben ziehen recht schnell, warum auch immer, die ziehen recht gerne in den Pinsel rein. Und dann habt ihr in dem Schaft beim ersten Zentimeter ungefähr irgendwann mal diese ganzen Metallic-Partikel drinnen.
Das erreicht ihr dadurch, dass ihr die Farbe so verdünnt, wie ich sie gerade verdünnt habe. Dann kann das passieren, dass der Pinsel einfach wie ein Strohhalm das Zeug nach oben zieht. Und dann werden sich eure Spitzen des Pinsels irgendwann mal in alle Himmelsrichtungen sträuben. Heißt, wenn ihr seht, oh, der Pinsel glänzt auf einmal beim Schaft vorne. Alter, das ist schon wieder so doppelbödig. Puh, dann Pinsel waschen. Ich sollte wieder ein ganz klassisches 3D-Druckvideo machen. Da fällt es mir viel schwerer, doppelbödig zu denken. So. Ich muss hier einfach nur höllisch aufpassen, wo ich denn gerade schon gemahlen habe und wo nicht. Okay, was schreibt ihr denn so? Matthias, ich habe jetzt einen Laserdrucker gekauft. China. Muss noch warten, bis ich ihn bekomme. Aber noch keine Ahnung mit Umgang etc. Ja, helle, viel Glück. Einen Laserdrucker. Also, was für ein? Kennt man den? Oder einen Lasercutter? Wahrscheinlich kriegst du einfach so einen Laserdrucker, so wie einen Tintenstrahldrucker, halt einen normalen Drucker. Erwin schreibt: Apropos Pinsel, hast schon Zwergelhammer für dein Latexhöschen? Ich habe da mit dem Management und mit der Band gesprochen und ich glaube, die meisten Leute sind dagegen, gegen die Idee, die ich hier vom Bass Dreams mal geäußert habe. Da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ja, Helle, du schreibst mir, du hast einen Laserdrucker gekauft. Da frage ich, was für einen? Ich hoffe, du hast keinen Drucker. Also, der Papierdrucker gekauft. Also, wenn, dann Glückwunsch, ist bestimmt auch ein gutes Ding. Frage an die Runde. Die Teile, die müssen eigentlich auch kupferfarben werden, oder? Und in der Mitte, weil das hier auch Purpur ist, Rubine, glaube ich, waren das, oder? Rote Steine hier rein. Was meint ihr? Ein Laserschneider hast du dir gekauft. Okay. Ich dachte schon Drucker. Und bei dem Laserdrucker, da wäre ich jetzt so ein bisschen, hätte ich spitze Ohren bekommen. Ja, also eine komplette Kupfermanschette oder mit roten Steinen drin. Ihr könnt das ja gerne mal entscheiden. Es wäre auch noch grün als Alternative ganz gut. Das klingt jetzt ziemlich komisch, aber grün ist halt die Komplementärfarbe zu rot. Und dementsprechend könnte es zu diesem Sack, der hier auf der Seite runterhängt, auch grüne Steine ganz gut passen. Rote Steine, Kupferrand mit grünen Steinen, Steine, die von der roten Farbe, Rubin, Smaragd klingt gut, grün würde es aber auch überladen. Ob es überladen ist, keine Ahnung. Also das ist jetzt momentan, ich finde eh, das ist so ein bisschen königlicher Becher oder so ein Fürstenbecher. Ne? Eben deswegen. Kiki, mach mal eine Umfrage, wenn du Bock hast. Ich mach das, was gewinnt, okay? Wir machen nur Kupfer. Ich habe gerade die falsche Farbe hier raus, ich Idiot. Nur Kupfer, grüne Steine oder rote Steine. Ich mache mal Pinsel waschen. Das ist ein Piratenbecher. Ja, der ist auf Oak Island gefunden worden. Würde die Steine durchmischen. Rubinrot. Rot und grün. Vielleicht solltest du die Option Rot und Grün auch noch dazu machen. Wenn das geht. Vier Fragen, glaube ich, können wir in so eine Runde stellen. Ich mal mal alle Kupferfarben an. Na, schauen wir mal. Oh, da kann man schon sich im Detail verlieben hier. Oh, verlieren und verlieben.
Wie viele Edelsteine sind im Krug? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich weiß, 5, 5, das würde sich ziemlich interessant anbieten, ne? Ob es nicht too much ist, das ist die Frage. Aber jetzt schauen wir mal, was jetzt ist gerade die Abstimmung raus. Stimmt doch alle mal mit. Würde mich freuen, wenn wir ordentlich viel Meinungen dazu haben. Weil das ist das Interaktive. Da könnt ihr so ein bisschen, ist wie bei einer Wahl, ich weiß, am Schluss sagt man immer, ach Gott, ich habe ja was anderes gewählt. Aber unter Umständen könnt ihr diesen Becher hier ein klein wenig mit euren Ideen und mit eurer Meinung mitgestalten. Momentan sehe ich nur die 35 auf grün. Grün wäre Rubin, na, Smaragd, oder? Smaragdgrün. Ich glaube, Smaragd sind grün. Ich kenne mich leider Gottes mit Edelsteinen nichts aus. Rot-grün würde mich jetzt interessieren. Ich mache das, was die Community sagt. Haha, Rot-Grün würde ich nie wählen. Ja gut, das ist eine andere Geschichte. Ron, Mitglied seit 4 Monaten. Alter, bist du schon so lange dabei, Ron? Vielen Dank. Wer macht mit 4er Monat? Da haben heute schon einige mitgemacht. Ich habe schon einige Nachrichten bekommen, dass das Abo für das 4. Monat verlängert wurde, worüber ich mich natürlich sehr freue. Danke an dieser Stelle. So. Ah, da hinten fällt noch einer. So schnell werden wir alt. Das Einzige, was bei mir alt wird, ist meine Stimme. Nein, Blood Gold Helly wurde nicht in den Raum geworfen. Nein, wurde nicht in den Raum geworfen. Ist absolut das Nonsens und auf diesem Becher würde es kein Blood Gold geben. Für die, die neu sind, Blood Gold ist so ein kleiner Insider hier. Jeder weiß, dass ich Blood Gold einfach abgöttisch hasse, auch wenn es mega geil aussieht. Aber zum Vergolden von solchen Dingen braucht man einfach sehr viel, viel, viel Geduld, die ich meistens in so einem Stream nicht aufbringen kann. Das haben wir es mal ganz salopp gesagt. So, halt! Jetzt kommt der Michael mit 5 Monaten. Alexa auch schon mit 4 Monaten. Na toll. Kiki, lass uns mal die Umfrage hier beenden. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Grün immer. Ich sehe nur grün mit 32. Ich muss nur schauen, was final jetzt war. Patrick auch. Hey. Danke, Leute. Ich male jetzt hier gerade noch die kleinen Verbinderlis, weil hier sind so, habe ich gesehen, so wie ein Kranz, wie eine Kette. Und die male ich noch ein bisschen aus hier. So, grün. So, schau. Wundert mich. So viel Deutsch und dann gewinnt grün. 32% grün. 30% sagt grün-rot. 17 Kupfer. 20 rot. Schweige, ich schicke dir flüssiges Gold aus eigener Produktion. Honig nehme ich an. Ich bin ein Fan von Honig. Ich mag Honig. Wie wäre es mit Versilbern? Ja, da sind wir genau dort, wo du mich hinhaben möchtest. Ich föhne mal eine Runde. Ich habe eine Idee. Ich male jetzt hier einen Rot und hier einen Grün. Muss ich mir ausrechnen, dass das dann abwechselnd ist. Wenn uns beides gefällt, dann können wir es abwechseln. Falls uns aber nur eine Farbe gefällt, male ich dann nur die eine. Okay? Alex, ich werde auch keinen Sockel für diesen Krug drechseln. Nein, ich finde den jetzt schon ziemlich nice. Nur mal so nebenbei.
Renix, Marco, Stefan. Ach, Kiki, ha, haben wir nicht tolle Leute um uns? René sagt, er würde es vergromen. Man kann es auch galvanisieren, das stimmt, ja. Wenn man die Materialien dazu hat, ginge das. Leo. Schau mal, im Chat ist nur grün. So geil. So, ich mixe mir hier mal die richtigen, oder was heißt mixe? Ich werde mir hier schon mal die Farben vorbereiten. Das Ding ist halt, welches Grün nehme ich, dass es am Schluss aussieht wie Rubine. Smaragdgrün, Smaragde. Da muss ich ja eigentlich eher dann mit den Highlights arbeiten, dass das geil aussieht. Boah, das ist wieder... Goblin Green? Nein, ich brauche so ein Quietschgrün. Snake Green? Okay, also ich teste mich dadurch. Haben wir schon jemals Rubines? Wir haben schon einmal so Zeug gemacht, glaube ich, gell? Weil das dieser Kanal wert ist. Stefan, danke. Muss hier die Farben kurz aufschütteln. So, also ihr dürft mich jetzt nicht verdonnern, falls das jetzt scheiße wird. Aber wir testen einfach. Ich habe ja wenig zu verlieren. Wir können sie am Schluss sowieso einfach wieder übermalen. Ich möchte sie nicht einfach nur grün oder einfach nur rot malen. Ich möchte, dass so ein bisschen eine Art Glanz entsteht, dass sie so ein bisschen shiny wirken. Okay? Und dafür mixe ich mir jetzt einfach mal drei verschiedene Farben von Grün hier zusammen. Und aus diesen Farben versuche ich, den passenden Stein jetzt zu malen. Benjamin sagt, Anfrage zur Facebook-Gruppe ist gestellt. Ja, schön, danke. So, wenn ich den mache, muss der rot, der wieder grün, der wieder rot, der wieder grün. Ja, das geht sich schön aus, da kann man beides testen. So. Neue Farbe kommt ins Spiel und neues Wasser kommt ins Spiel. Habe ich beim letzten Mal auch schon erklärt, wenn ihr mit metallischen Farben arbeitet, solltet ihr unbedingt ein zweites Glas Wasser da haben für die normalen Pigmentfarben, damit die nicht voller Metallstaub werden. Diese Steine werden jetzt am Anfang garantiert komisch aussehen und noch nicht wie Steine. Ich habe einen leichten Plan. Ob der funktioniert, wir werden sehen. So. Ja, ich habe gesagt, Rubin ist grün. Ich habe mich da vertan. Ich vertue mich da immer. So, nass in nass. Probiere ich die Seiten hier leicht grünlich zu malen, aber ein bisschen dunkler. Damit bekomme ich so leichte, ja, wie eine Lichtbrechung sieht es aus, würde ich sagen. Versucht nicht zu viel Farbe aufzutragen. Lieber mal trocknen lassen oder mit einem nassen Pinsel eben wieder drüber. Okay, warten wir mal ganz kurz an dieser Stelle. Können wir mal das Rot malen. Bekommt man den Krug aus für Glasflaschen? Das weiß ich nicht, aber ganz im Ernst.
Es dürfte wahrscheinlich kein Problem sein, diesen Krug so zu skalieren, größer oder kleiner zu machen, dass er halt für andere Sachen passt. Der Micha zum Beispiel hat den Krug hier einfach, ich gefühlt ein Drittel kleiner gemacht, dann passen jetzt Energy-Trinkdosen rein. Aber auch ganz genau. Also eigentlich musst du ja nur diesen Umfang messen und dementsprechend das alles so skalieren, dass der Umfang halt so groß ist wie die Dose oder das Glas, das du am Schluss dann haben möchtest. Matthias zieht die Akkus aus meinem Handy. Ja, dafür bin ich berühmt, berüchtigt. Wie lange streamen wir denn schon? Ja, 1 Stunde, 11 Minuten. Da sind wir eigentlich schon relativ weit dafür gekommen. So. Rot. Purpur. Was haben wir hier? Pure Red. Ich glaube, mit einem Orange Lava, glaube ich, komme ich hin. Das ist bei den Farben, wenn man sie noch nie verwendet hat, schwierig. Dann habe ich oben das gesamte Lösungsmittel. Das ist so ölig, sieht total hässlich aus. Und meistens ist es so, dass man die Farben ordentlich aufschüttet. Den ersten Tropfen kannst du gar nicht verwenden. Erst der zweite Tropfen. Ich würde quasi beim Militär würde man sagen, der Mittelstrahl. Den kann man dann nutzen. Vulcane, grüß dich. So. Wenn der grün ist, ist der rot, der ist grün, der ist rot, der ist grün, der ist rot. Somit ist der hier rot. Ich gehe fast schon davon aus, dass es eine Abwechslungsgeschichte wird, weil ihr euch wahrscheinlich nicht für irgendwas entscheiden könnt. So, dieses Rot ist definitiv nicht das Rot, wie der Stein am Schluss aussehen wird. Es ist einfach zu rötlich. Haben wir ein bisschen Orange rein. Und versuchen damit einen leichten Lichteffekt zu erzeugen. Und jetzt brauche ich eigentlich Purpur. Glaube ich. Marco, 5 Schweizer Franken. Jetzt kommen die Schweizer wieder. Oh mein Gott, weiß nicht, ob du mit dem Betrag schon einen Mustersmaragd kaufen kannst. Nee, aber wir haben genug Schweizer hier. Warten ab. Da kommen jetzt noch andere und dann kann ich mir ein Mustersmaragd kaufen. Nee, vielen Dank. Es wird ein sehr, sehr, sehr kleiner. Mit einer Lupe kann ich sehen, glaube ich. Wissen Sie, weiß nicht jeder Schweizer, was ein Smaragd kostet? Oder grabt ihr die sowieso einfach hinten bei einem Haus aus? Ist das nicht so bei euch? Kommt, lasst euch nicht verarschen. Ob das gut wird. Ja, wie wäre es, wenn man die Fassung ausschabt und echte Steine einsetzt? Wenn man es sich leisten kann. Also, ich habe jetzt schon mal einen. Von Marco habe ich schon einen Stein bekommen. Wir hatten. Da, ich habe das Zeug. Wir hatten das Ding schon mal im Hauptkanal, das Problem. Bei dem heiligen Gral des Indiana Jones. Da unten sind grüne Steine. Erkennt ihr die? Hier. Die sind mit Resin gemacht. Und fragt mich nicht wie, aber ich weiß nicht mehr, wie haben wir diese Formen gemacht? Waren das? Das waren doch irgendwelche Pastillen, ne? Habe ich da nicht diese Tic-Tacs genommen, einen Resinabguss gemacht? Irgendwie so, ich muss mir das müssen meine eigenen Videos nochmal anschauen. Das war auf jeden Fall auch etwas, wo wir gesagt haben, okay, malen wir die oder nicht? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, aber das ist jetzt mal, der Grüne ist zu grün noch.
Der rote kommt langsam hin, aber hat noch ein bisschen zu viel Rot und ich habe noch keine hellen Weißteile. Jetzt kommt der Olli mit 10 Euro. Ja, jetzt habe ich einen Rubin, glaube ich, schon drin. Hast du keine transparenten Farben? Würde für die Tiefe transparente Rot- und Grüntöne verwenden. Rot hebt sich nicht so gut von Kupfer ab. Ja, das so ein bisschen sehe ich das auch. Das waren die Wackelaugen. Stimmt, Stefan. Genau, ich hatte so ein Set mit Wackelaugen, da waren ellipsenförmige Wackelaugen und dann konnte ich da Resin reingießen. Stimmt, vielen Dank. Der Erwin und der Helly haben sowieso hier ihren eigenen Chat. Jungs, ihr habt, glaube ich, jetzt schon 70 Mal persönlich hin und her geschrieben. Was haltet ihr davon, wenn ihr das einfach bei uns im Discord macht? Kiki macht euch bestimmt einen eigenen Channel auf. Du bist jeden Taler wert, danke, meinte Olli. Ich weiß nicht, das sollte mal meine Frau sagen. Mit den Wackelaugen ist eine coole Idee. Das war eine coole Idee. So, ich brauche jetzt aber, ich brauche Grün und da nehme ich jetzt wirklich mal die Farben vom Tony. Shamrock Green, das klingt doch toll. Das klingt nach einem Farbton, der vielversprechend ist. Oh, warum schreibt ihr nicht gleich rauf, das ist Smaragdgrün? Alter, oh, das ist. Oh. Meine Fresse! Oh, aber genau so muss ein Smaragd aussehen. Highlights noch dazu? Okay. Okay, ich male bewusst die hinterste Kante male ich jetzt nicht aus. Und jetzt warte mal, ich mache den Pinsel gerade trocken. Jetzt versuche ich oben diese Kante wieder von der Farbe zu entfernen. Das ist das passende Grün, ja. Aber interessanterweise mit diesem grünen Unterton. Aber das sieht. Warte, ich muss es euch in der richtigen Kamera zeigen. Damit kann man leben, oder? Das ist doch geil. Das ist eine mega Farbe. Glück im Unglück. Für alle, die es nachmachen wollen und nicht jetzt gerade in ihren Rubin hier reinge. Ich hab grad Stress, okay? Wartet kurz. Gehen wir mal alle davon aus, Rot war scheiße, Grün ist besser. Mache ich alles grün? Ist okay? Heilige Himmel, was stimmt denn heute nicht? Verdimmt mich ständig. Wieso? Hier der Stream zum Heiligen Gral. Das passt. Ich finde auch. Ich finde auch, das passt. Ich male jetzt einfach mal. Ich muss 10-mal die Basis malen. Ein Goldschmied wird mich jetzt zwar killen, weil ich sie wahrscheinlich nicht alle gleich groß male. Irgendwie sind sie ja auch nur angedeutet. Vielleicht hat sich der Designer auch nie dabei gedacht, dass das mal Steine werden könnten. Es sieht so ein bisschen aus wie einfach ein Messingbeschlag. So etwas halt. Bisschen metallischeres. Okay, ich habe jetzt einfach Glück mit der Farbe gehabt. Genau, und ich wollte euch die Farbe nochmal zeigen. Die ich gerade. Hier. Das ist eine Speedpainting-Farbe. Shamrock Green hieß die. Was hältst du davon, die Smaragde nachher mit UV-Resin übermalen, damit sie nachher vielleicht glänzen? Das wäre eigentlich eine richtig gute Idee. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Ich habe nämlich Resin in der Flasche, das man mit einer UV-Lampe zum Aushärten bringen kann. Und die kann man mit relativ dünnen Pinselstrichen wunderbar auf solche Teile hier aufmalen und dann glänzt das richtig. Damit habe ich zum Beispiel die Augen, die Augäpfel oder auch Teile des Schweißes bei manchen Figuren, gerade den Herr der Ringe-Figuren und so gemacht. Und das sah oder sieht bis heute immer sehr shiny aus und richtig cool.
Hier sind keine Goldschmiede. Doch, das letzte Mal hatten wir doch einen Goldschmied dabei. Gut, wäre ein Goldschmied dabei, wäre ich von Anfang an getadelt worden, dass ich eine falsche Bezeichnung bei Rubine und Smaragde gemacht habe. Irgendwann kippe ich mein Wasser um, das wäre nicht das erste Mal. Leben am Limit hier. So, interessanterweise hat diese Farbe sehr viele Partikel und dementsprechend, also pa Pigmente, nicht Partikel, und dementsprechend deckt sie unfassbar gut. Und somit haben wir jetzt eigentlich auch schon das Rot weg und malen nur noch grün. So, malen zwischen den Halsschlägen, auch hier hinten. Uah. Ganz fiese Stelle. Gott sei Dank von beiden Seiten, glaube ich, erreichbar. So, okay. Haben wir sie alle? Ja. Sauber. Wasserglas umkippen ist besser als daraus zu trinken. Jo. Haben wir auch schon mal gehabt, ne? Benjamin, es passt genau eine 0,5er Dose rein. Also in den Krug, beziehungsweise auch in den. Genau, das ist für Halb-Liter-Trinker. Wie ich einer bin. Ein Stream, ein halber Liter. Benjamin, genau das passt, eine große Dose rein. Genau. UV-Harz klar darüber machen. Genau, das wäre eigentlich ganz gut davon, aber man muss das richtig durchtrocknen. Wir haben beim letzten Mal gesagt, es wird dieser Krug wahrscheinlich nicht fertig im Stream. Das könnte ich jetzt auch behaupten. Wahrscheinlich, wo ist denn das Wasserglas, das Richtige hier hinten? Wahrscheinlich wird er diesmal auch nicht fertig. Aber ich kann euch wieder mal so ein paar Kleinigkeiten zeigen, die ihr vielleicht an einen eurer Krüge dann anwenden könnt. Wie zum Beispiel das mit den Steinen. Das ist halt eine geile Farbe jetzt. Kann man auch so ein bisschen nass in nass machen. Oh, die ist richtig, richtig gut. Das Interessante an diesen Speedpainting-Farben ist halt, sie sind so leicht transparent. Und gerade an den Kanten wirken sie dunkler oder dunkler, dunkler, dunkler. Was ist das Fachwort dafür? Dunkler? Ich sag mal jetzt einfach dunkler. Und dadurch haben sie, also diese Farbe trifft nicht einheitlich auf. Die kommt ganz unerwartet. Ich werde noch zum Smaragd- und Rubinfälscher, ich sag's euch. Auch wiederum, wenn ihr das zu Hause macht, macht es schöner. Macht es mit mehr Zeitaufwand. Gebt euch ein bisschen mehr Mühe. Ich mach's, damit es im Stream geil aussieht. Doch, ich finde sie immer noch ein bisschen quietschig. Wo ist denn der Fokus jetzt? Fokus, ja. Aber es hat was. Also es ist echt so, den Becher, den gibt in einer Wirtschaft, also in einem Wirtshaus gibt den keiner her. Da darf die genauso trinken die ganze Zeit. Meine Storner. Wir hatten auch schon Sekundenkleber auf den Zähnen. Ah, interessant. Wo hatten wir das? Hatte mal im Hobbyfotolabor einen Schluck aus einem Fixierer für Schwarz-Weiß-Fotos genippt. Wobei, Daniel, ganz im Ernst, na kackst du halt eine Runde Schwarz-Weiß. Sieht geil aus, besser als Rot-Grün. Ich finde den Kontrast zu dem purpurnen Sack, der hier ja eingeklemmt ist, finde ich ganz gut.
Und irgendwie schaut es schick aus. Was wollte ich noch machen? Ich wollte hellbraun, ist das noch? Nein, hellbraun ist noch nicht gut. Nämlich der Earth. Ich wollte nämlich noch die Naht hier hinten malen, was eigentlich auch relativ aufwendig ist. Ich mache das mit einem Skeletbone. Die Farbe trifft Smaragd richtig gut. Okay. Ach, Kike, was würde ich ohne diesen Farbenaufschüttler machen? Ich würde dann einfach sehnenscheidenentzündungen bei solchen Streams bekommen. So, Pinsel kurz mal reinigen. Also gereinigt war er schon. Ich muss ihn nur einmal kurz in Form bringen. Das wird eine bittere Angelegenheit jetzt. So, im Idealfall schaut euer Pinsel so aus. Bis zur Hälfte mit Farbe vollgezogen, vorne spitz. Und dann geht's ab mit Lumpe. Warum ich nichts sage, weil ich mich so anstrenge. Dieser Arbeitsschritt wäre vielleicht besser gewesen, ihn vor der Wash zu machen, die ich auf das Leder gemacht habe. Vielleicht. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt gerade ein bisschen verfluche, dass ich vorher schon eine Wash drauf gemacht habe. Aber ich muss diese Pinsel, diese Nadelstiche oder diesen Garn, den ich hier jetzt da male, natürlich auch nochmal waschen. Und im Idealfall gerade an diesen Stellen hier dunkler machen, weil man dort ja mit dreckigen Händen, schwitzigen Händen die ganze Zeit ranfasst. Also Leder müsste man eigentlich, und da wäre diese Resin-Geschichte wieder ziemlich interessant, ein bisschen glänzend und speckig machen an manchen Stellen. Also vielleicht kommt das Resin nicht nur auf die Steine drauf, sondern auch teilweise noch so ein bisschen auf den Rest des Bechers. Muss ich an einer kleinen Stelle testen. Das mache ich aber morgen, weil morgen soll schönes Wetter bei uns sein. Und dann kann man mal schauen, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hatschi, ja. Wäre auch nicht das erste Mal, dass ich durch einen Hustenanfall oder Nieser schlichtweg einfach mir mein Modell ein klein wenig zerstöre. Wobei diese helle Naht, ich finde sie geil. Ist cool. Und ihr seht auch, ich habe sie nicht so weit gemalt, dass ich diese dunklen Stellen, die hier durch die Wasche, na super, die hier durch die Wasche entstanden sind, die werden hier beibehalten. Okay. Ich brauche eine dunkle Wasch. Wo ist meine dunkle Wasch? Jetzt bin ich gerade voll am Denken. Hallo Matthias. Was man mit Farben alles machen kann, der Krug sieht echt super aus. Danke dir. Ja, wir probieren da eigentlich auch nur rum. Muss aber gestehen, dass er mir eigentlich recht gut gefällt. Also für all diejenigen, die jetzt kein Resin oder so zu Hause haben, eine runde Klarlack darüber. Seidenmatten Klarlack. Immer cool. Ja. Schützt euer Objekt. Macht es im Prinzip verträglicher, was Dreck angeht, Staub angeht und glänzt dadurch auch ein bisschen. Man kann ja wirklich wunderbar auch
entscheiden, wie stark sollen manche Teile hier mit Klarlack eingesprayt werden und wie stark nicht. Kleiner Tipp am Rande, hier oben immer mehr, weil hier ist man mit der Lippe, obwohl der hier ein bisschen drüber ausschaut, doch relativ oft dran. Damit hätten wir jetzt Focus, das Teil hier auch. Er ist wirklich, er ist schön modelliert. Ich finde diesen Becher immer schöner. Gefällt mir gut. Weil wir jetzt gerade dabei sind, ich kann noch mal den Pinsel nehmen, hat von euch wer das Bavaria Asa Leuchtrot gedruckt. Ah, das ist das PETG. Das Asa, Moment, Moment. Ja, nee, das war das farbige. Ich glaube, ich habe das schon gedruckt. Nein, das ist natürlich eine falsche Rolle. Ja, ich habe es auf jeden Fall gedruckt, aber ich habe keine Rolle mehr. Ich durfte es verdruckt haben. War eine geile Farbe auf jeden Fall. Warum? Sieht mehr aus wie Neonorange. Ja. Ja, es ist so signalrot, würde ich behaupten. Wenn ich schon dabei bin, dann kann ich die Teile auch weitermalen. Beim letzten Mal hatte ich die nicht rundherum gemalt. Das ist im Prinzip eigentlich nur die Stickerei im Leder. Und da haben wir gesagt, wäre es total cool, wenn die so ein bisschen goldig wären. Ich finde das immer noch eine schöne Idee, weil das wertet so den Mittelteil des Kruges, der doch relativ braun ist, auf. Das ist eine kleine Futzlerei hier. In Deutschland sagt man, glaube ich, Fuddelei, ne? Bei uns in Österreich sagt man Futzlerei. Da kommt der alte Kalligraph in mir raus hier. Schlepp den Pinsel, schlepp ihn. Ui, jetzt sprödet mein Pinsel kurz auf, Moment. Eine Fummelei. Ah, ihr sagt Fummelei, wir sagen Fummlerei. Eine Frickelei. Alter. Ich bin ja auf der Tour mit vielen Deutschen unterwegs. Ne? Weil viele aus unserer Crew sind Deutsche. Und da haben wir von Bremerhaven angefangen, über Hamburg, Stuttgarter Gegend. Wir haben da recht interessant. Auch Berliner sind dabei. Da kommen so viele verschiedene Sprachen aufeinander. Also Dialekte, inklusive der Tiroler Dialekt, der ja eigentlich, wenn ich normal rede, für viele wie eine Fremdsprache klingt. Es ist herrlich. Am Ende von so einer Tour spricht man irgendwie alle Deutsch. Alle Deutsch sprechen wir. Aber ganz eigenartiges Deutsch. Oder in Österreich darf man sagen, auf Fickhocken, ja genau. Ich sag's. Die Wiener haben bestimmt tausend verschiedene Möglichkeiten zu sagen, dass etwas anstrengend ist oder Fummelei ist. Das lässt sich eigentlich hier relativ gut malen. Ich dachte, da brauche ich viel länger. Und würde ich das jetzt echt vergolden, dann würde ich wahrscheinlich 3 Jahre brauchen und hätte mittlerweile schon den 4. Herzinfarkt. Aber es geht ja auch Goldfarbe. Es muss nicht immer echtes Gold sein. So, jetzt geht die Stimme komplett weg. Geil.
Zum Mäusemelken ist das geil. Da fehlt der Schleifen. Da wird wahrscheinlich noch einiges fehlen. Ihr dürft euch diesen Krug bitte nie im Ultra-Detail anschauen. Das für Streaming ist der jetzt hier schön. Von der Weite hier. Aber so ganz von nah. Eher nicht. So, mit dem letzten Rest meines Pinsels mache ich hier noch ein bisschen Drybrush oben rein. Man könnte sagen, dass die Teile vielleicht auch ganz, ganz leichte Vergoldung mal hatten. Und mit Hilfe des Drybrush erkennt man, dass hier ein bisschen Textur noch drauf war. So. So, ich bin noch nicht fertig. Ich sehe ständig Sachen, die ich noch ausbessern möchte. Memo an mich, ich muss immer noch Weiß kaufen. Ich mische mir jetzt ein bisschen was von diesem Weiß mit Wasser und einem leichten Grünton an. Dann bekomme ich so ein richtig giftgrünes, ganz, ganz helles Weiß. Seid ihr mal in Österreich auf Tour, dann bitte nach Kärnten abbiegen. Wir brauchen Hephaistos-Flammen hier. Hey, ganz im Ernst. Nee. Wir spielen zwei Konzerte in Österreich, aber Kärnten ist sehr weit weg von dem Bereich, wo diese Band spielt. Also wir spielen in Wien, oder da haben wir schon gespielt, da war ausverkauft. Wir spielen in Wörgl. Und dann sind die nächsten Sachen zu dir wahrscheinlich München, wobei das so nah ist, das auch nicht. Budapest haben wir schon gespielt, wobei das auch nah ist. Dann ist es wirklich, Kärnten ist dann sehr weit weg. Also was ich sagen wollte, ich male hier jetzt solche Dreiecke noch drauf, damit ich die Kantenbrechung von diesen Diamanten, von diesen Steinen hier simuliere. Und dann nehme ich die obere Kante und die linke Kante. Und dann hat das so ein bisschen, auch wenn danach noch leicht Resin draufkommt, nochmal so einen leichten Glow- und Shine-Effekt. Das finde ich an und für sich ganz schön. Ja, wirkt noch so ein bisschen bling. Bling, bling. Manchmal aus hier, ich sehe fast gar nichts mehr. Wie viele Personen sind in der Crew? Sieben? Sieben Crewmitglieder. Also wir haben Drum Deck, Gitarre Deck, Mercherin, Licht, Ton, Team, also TM, das ist Team Manager und einen Fahrer, aber eigentlich mit dem Busfahrer zwei Fahrer, also ja, 7 bis 8 Leute. So sieht er aus. Und jetzt frage ich mich, braucht es da noch was? Ich finde den jetzt eigentlich sehr schick. Und ich würde sagen, damit war es das mit diesem Krug. Ich hau euch jetzt noch nicht raus. Aber ich bin eigentlich fertig. Ich drucke PETG mit 255, Andrea, okay. Sehr hübsch geworden. Ja, endlich mal was fertig bekommen. Wir haben halt zwei Streams gebraucht, aber ich denke, das ist gar nicht so schlimm. Ich hoffe, das stört euch auch nicht. Was wir diese Woche noch machen, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ich plane, ich werde morgen drucken anfangen. Mal schauen. Ich werde es euch rechtzeitig hoffentlich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder auch im Discord sagen. Filzboden, wenn gerade bei der Hand, habe ich gerade nicht bei der Hand, ne. Und da hast vollkommen recht, ein runder,
Schöner runder Filz, am besten in diesem Rotton, wäre am idealsten. Was war mit Olefin? Ja, Olefin, der Toni wollte, dass ich Olefin teste, wie man es am besten verklebt. Ich habe es bis heute noch nicht gedruckt. Was ich gedruckt habe, sind die Teile für den nächsten Test. 1, 2, 3, 4 Wandstärken in PETG bzw. also PLA, PETG. Da werde ich die nächsten Tage mal einfach verschiedene Materialien, also da kommen noch andere Sachen wie Olefin oder so dazu, Wasser auffüllen, komplett eben und mal schauen, welches Material bei wie viel Wandstärken an wie viel Wasser verliert, beziehungsweise was am allerdichtesten ist und am undichtesten, mit welchem Material man am besten seine Vasen in Zukunft druckt. Das wäre so eine Geschichte, die wolltet ihr mal wissen, das kann man ohne weiteres mal testen und ich habe mal angefangen mit dem Drucken. Ich habe auch gemalt wegen des Streams das erste Mal mit Army-Painter Farben. Wow, macht das Laune. Ja, es sind gute Farben. Also sagen wir so, es gibt immer bessere. Es gibt in jeder Geschichte gibt es bessere. Aber das sage ich mal, es sind schon relativ teure, aber noch immer leistbare Farben. Du kannst Farben kaufen, die kosten richtig, richtig Geld. Aber das sind gut abgestimmte Pakete, weil ihr bekommt die ja meistens in irgendwelchen Sets. Ich liebe es zum Beispiel, es gibt so ein Militärfahrzeuge-Set. Da sind, glaube ich, 12 Farben drin oder so. Da hast du nur so Camouflage-Farben drin. Sensationelle Grün- und Brauntöne. Wunderbar. Und das gibt es halt in einem Set. Ich meine, an und für sich, wenn du es beherrschst, kannst du dir die Basisfarben kaufen und aus den Basisfarben alles mischen. Aber das ist teilweise halt extrem aufwendig. Und ich habe es halt gerne hier, ihr seht es jetzt gerade nicht, aber hier bei mir am Schreibtisch. Hier stehen gerade gefühlt 100 Flaschen rum. Schau mal, überall meine Fläschchen hier. Und das ist halt angenehm, weil da fasse ich halt einmal ran und sage, oh, der Farbton sieht gut aus. Den brauche ich, ne? Zum Beispiel. UV-Resin für die Smaragde, Helle, ja. Aber das geht, wie gesagt, erst morgen. Die müssen durchtrocknen. Das bringt nichts, wenn ihr Resin. Also, das ist ziemlich böse, wenn die Farbe jetzt noch nicht trocken ist und ihr schmiert da Resin drüber. Dann braucht euer Resin gefühlt ein Leben lang, bis es trocknet. Warum auch immer. 24 Stunden warten, morgen um die Zeit ein bisschen Resin raufpinseln. Ich zeige euch kurz, wie das Fläschchen aussieht. Kiki kann es bestimmt auch verlinken. Das ist UV-Resin von der Firma New. Na. Kiki, ich weiß gar nicht, woher es ist. Du weißt es vielleicht. New Upgrade, 30 Milliliter. Die gibt es auch und das hat die Frau Sherry gesagt für Nagellack. Die könnt ihr auch aus dem Nagellackbedarf nehmen. Ihr braucht nur entweder guten schönen Tag oder eine UV-Lampe. Und da macht man sich ein bisschen irgendwo hin, braucht einen Opferpinsel, der Pinsel ist danach im Arsch. Und dann streicht ihr ganz leicht in einer dünnen Schicht über eure Objekte drüber und dann glänzen die wie ein neuer Schilling. Schau, Kiki ist so geil. UV-Resin. Bäm, hat sie schon einen Link. Okay. Zinn am Leder noch fertig machen? Du meinst unten das hier? Nee, das mache ich hier nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, dass der so in Ordnung ist. Das ist ein Makel in diesem Krug. Den kennt ihr, den kenne ich. Damit kann ich leben. Hab gerade erst eingeschaltet und weiß nicht, worum es geht, aber ich finde, du solltest es einfach vergolden. Den haben wir heute fertig gemacht. Den kleinen Krug, den jeder drucken kann und jeder theoretisch gesehen mit handelsüblichen Farben aus einem Set drucken kann. Pinsel kann man wiederverwenden, er muss nur dunkel gelagert werden. Oh, das ist clever. Das heißt, du hast einen ewigen Resinpinsel. Sherry, das ist clever. Der härtet halt nie aus. Also du kriegst das Zeug ja auch nicht raus, aber wenn er kein UV-Licht kriegt, dann bleibt er halt dunkel, ne? Ich bin dann mal weg, meint der Olli, der Wecker klingelt um 4. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
Aber ich wünsche euch das jetzt auch. Angenehmer Stream gewesen, knapp 2 Stunden. Sherry meint, Nageldesignerinnen machen das auch so. Mit dem Pinsel? Ja, okay. Ich bin alles. Nur kein Nageldesigner, aber da haben wir eine Fachfrau. Sherry hat auch dazu mal ein Video, glaube ich, gemacht, beziehungsweise auf der Bastel-Wastel-Seite gezeigt, wie man das mit so Nageldesign-Sachen macht. Im Prinzip ist es nichts anderes als wie ein sehr dicker Klarlack, halt nur aus Resin. Matthias, mit den kleinen Schnitzern wird er halt unverwechselbar, ist dann quasi ein Unikat, ja? Die STL vom Becher findest du entweder in der Videobeschreibung, beziehungsweise wird sie jetzt wahrscheinlich in wenigen Sekunden hier unten in den Chat reingepostet. Ist doch Harz, bekommt man das nicht mit Öl weg, so wie beim Fichten? Noch nie getestet. Ganz im Ernst, ich kaufe ja immer diese Pinselsets mit 6 oder 7 Pinseln drinnen für 1 Euro. Bei Aldi, Lidl. Da ist es mir dann ziemlich egal, ob dieser 25 Cent Pinsel danach weggeworfen wird. Ist sie ganz egal. Kann man auch Resin vom Resindrucker nehmen? Da müssen wir Kiki fragen. Aber ich denke, wenn du ein durchsichtiges Resin hast, müsste das theoretisch auch gehen. Du brauchst halt eine UV-Lampe oder halt einen schönen Tag. Johann, gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Ja, ich bin auch gleich fertig hier. Hier kommen noch, trudeln noch 1, 2 Fragen rein und dann sind wir draußen. Nein, muss nicht suchen. Hier wurde es eh schon gepostet, der Krug-Dosenhalter. Und falls Kiki jetzt noch ganz fleißig ist, kann sie sich diesen Odins-Krug auch nochmal raussuchen. Das ist nämlich der erste Krug und der ist, glaube ich, der meistgedruckteste Krug im Internet. Den hat irgendwie jeder mittlerweile schon gedruckt. Aber der ist geil. Da gibt es auch eine Anleitung auf meinem Hauptkanal. Das ist die einfache Bemalung, ganz klassisch in Grau mit schwarzen Steinen und ein bisschen Holz. Den haben wir aber auch schon so gemalt, dass die ganzen Runen hier leuchten in Grün und so. Da gibt es tolles Video. Könnt ihr euch gerne anschauen. Gut, Leute. Ich habe, wie gesagt, keine Stimme mehr. Habe einen fertigen Becher. Habe ein Schlückchen Bier noch. Und beende diese 2 Stunden Stream mit den Worten: Vielen Dank, Kiki, dass du uns heute so fleißig geholfen hast. Vielen Dank, Leute, für eure Treue. Für die ganzen neuen Mitglieder. Vielen Dank fürs ganze Liken auf diesem Kanal. Und gerne könnt ihr entweder bei Novofil oder bei Bavaria, den Sponsoren dieses Videos oder dieses Kanals, vorbeischauen. Bekommt ihr entweder 10% oder 15%, indem ihr Schweighofer 15 oder Schweighofer 10 eingibt beim nächsten Kauf auf eure Filamente. In diesem Sinne, Peace, Love and hoch die Tassen. Der nächste Stream wird bestimmt aus dem Becher getrunken. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Schönen Abend, Schweig Ober, End Out.